Also, wenn eine Person etwas stiehlt, in dem Fall, und ich sehe das auch noch ganz klar, sollte ich das auf jeden Fall mitteilen. Sag mal, Markus, wenn du in einem Backshop bist und siehst, dass jemand ein belegtes Brötchen mitgehen lässt, meldest du das dann der Backshop-Leitung? Auf jeden Fall. Also, wenn eine Person etwas stiehlt, in dem Fall, und ich sehe das auch noch ganz klar, sollte ich das auf jeden Fall mitteilen. Hängt es nicht auch davon ab, ob derjenige, der das stiehlt, ein bisschen abgerissen und hungrig aussieht oder ob er gut bürgerlich und vermögend aussieht? Nein, nicht unbedingt. Also vielleicht habe ich eine persönliche Sympathie, wenn jemand abgerissen aussieht und etwas stiehlt. Aber ich weiß ja nicht, warum die Person abgerissen aussieht und etwas stiehlt. Also deswegen. Also, Mundraub ist für dich keine Kategorie? Mundraub ist für mich eine Kategorie. Wenn ich zum Beispiel irgendwo auf Reisen bin, wo ich genau weiß, dass massive Ungerechtigkeit besteht und einige Menschen sogar bedroht sind mit ihrem eigenen Leben, wenn sie nichts klauen, dann würde ich gar nichts sagen, sondern vielleicht sogar noch der Person helfen. Aber in Deutschland würdest du es als deine Pflicht empfinden, den zu melden? Genau, weil ich der Überzeugung bin, dass in Deutschland niemand hungern muss. Wo verläuft denn bei dir die Grenze zwischen Denunziation und Rechtstreue? Also ich würde sagen, die Grenze liegt da, wenn ich irgendeine Lappalie anzeige zum Beispiel, vielleicht sogar aus Schadenfreude oder weil ich unbedingt nichts anderes vor Augen habe, als dauernd mit der Polizei mitzuteilen, dass etwas schief läuft, dann werde ich irgendwann zum Denunzianten. Hast du schon mal jemanden denunziert? Nein, eigentlich noch nie.